gute Nachricht für den Leuten, der jetzt gleich startet. Der wird jetzt eine sehr geile S3-Zeit kriegen. Wir wollen nämlich tatsächlich die Nummer von dem Pass, das ich eingegeben habe, was jetzt erst kommt. Gucken wir mal, dass der S3 gefahren. Toni ist gleich dran, dann nehmen wir dich mal schön auf. Heute müssen wir aus der Wertung nehmen. So, Leute, Viertelmeile Altenhofen, wir sind dabei. Also lege ich schon Wert drauf, dass der Leon jetzt nicht mit einer Zeit gleich gewertet wird, die er nicht gefahren ist. Lass mal richtig einen brennen. Jetzt will ich diesmal richtig was sehen. 12,9 muss drin sein. 3,28 auf Bahn 2. Fährt mittlere 14er Zeit. Das ist bisher. In Brilon ist er 14,5 gefahren, glaube ich. Und der Kuhn war mit 2,8 unterwegs. Mega ärgerlich, ne? So, nochmal ein Audi S3. Also der erste S3, der damals auf den Markt kam, im Jahr 1999. Da haben wir erstmal den Schluss. Aber danach ging es noch. Damals noch 1999 mit 210 PS, 1.8T und Allrad. Da kam schon eine Ansage. Und die sind immer noch mal ansagt, weil mittlerweile gibt es das Blumenkitz für, da wird einem schlecht, kann ich auch schon eine Blumen von Wels sehen. Was eine kranke Sau.
9,95 Sekunden für die Viertelmeile. Motorrad hat einen Teil verloren. Auch nicht schlecht. Was ist denn los? Ja, ja, ich gebe dem das jetzt gleich. Ja. Was passiert? Das hier ist irgendein Teil verloren. Achso, okay. Was ist denn da? Ist was drin? Irgendeine Anzeige, ne? So. Wenn ihr gleich den Motorradfahrer seht oder ihr ihn kennt, der hier gerade gestartet ist. Auf Bahn 1. Auf Bahn 1, die hat überlegen, ja. Was auch immer. Weil das ist ein Team-Messer. Ne, sieht aus wie eine Öltemperaturanzeige. Ach, in Ordnung, denn. Das fallen. Also, einmal eine Öltemperaturanzeige. Für Moppelfahrer. 12,6 gute Zeit auf jeden Fall. Ja, das da oben mit deiner Absperrung hat ja nicht so viel gebracht, so. Sascha, ne? Sascha? Nein, nein, ist schon okay. Ich habe den Leuten gesagt, können wir jetzt erstmal da bleiben, wo sie sind. Also das habe ich jetzt nicht selbst entschieden, das habe ich hier mit dem Chef persönlich abgeklärt. Ganz gefährlich. So, der Chirurgo, der hat hinten eine 1,4 sich draufgeklebt. Und meint, er kann uns damit jetzt dann erschrecken. Ja, aber wir wissen doch alle 160 PS TSI als Tier, aber manchmal wissen wir doch Steuerkette im Arsch und so weiter und so fort. So, jetzt kommt erstmal ein Rücklauf. Ah, denke ich mal.